Tagesordnungspunkt 29, Sonntagsöffnung aus besonderem Anlass im Jahr 2015, Einreicher interfraktionell. Wer macht die Einbringung? Herr Kahn. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zum Ende unserer Sitzung noch mal zu dem Thema der stadtweiten verkaufsoffenen Sonntage. Und das Thema wird hier ja im Hause in aller Regel sehr emotional diskutiert. Deshalb werde ich es mal versuchen, etwas leiser anzumoderieren und etwas leiser zu erklären und etwas leiser meine Argumente hervorzubringen und zu beschreiben, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch mal in eine etwas sachlichere Debatte einsteigen können. Wir haben ja in diesem Jahr, im letzten Jahr, die Chance gehabt, oder in diesem Jahr, Entschuldigung, das ganze Thema mit einem Bürgerentscheid zu entscheiden. Wenn es so gekommen wäre, wären wir eigentlich in einer relativ komfortablen Situation. Die Bürger hätten entschieden, die Sache wäre erledigt. Und frühestens in einigen Jahren, wenn wir nicht mehr an das Votum des Bürgerentscheides gebunden wären, könnten wir anders entscheiden. So ist es aber nicht gekommen. Letzten Endes ist der Bürgerentscheid, das Bürgerbegehren gescheitert. Es kam nicht zum Bürgerentscheid und deshalb ist das Thema nach wie vor in der Diskussion. Und es hat ja letzten Endes über 27.000 Unterschriften gegeben in einem Bürgerbegehren, damit die Dresdnerinnen und Dresdner über dieses Thema selbst entscheiden können. Letzten Endes haben einige Stimmen gefehlt, aber wir fühlen uns trotz alledem natürlich denjenigen, die diese Unterschriften geleistet haben, verpflichtet. Und deshalb heben wir dieses Thema heute auch erneut auf die Tagesordnung. Wir fühlen es aber nicht nur den Bürgern verpflichtet, sondern auch dem Handel, weil der Handel, denke ich, in den letzten Monaten doch schwierige Zeiten hinter sich gebracht hat. Wir haben eine Situation in der Stadt, dass hier regelmäßig Demonstrationen stattfinden, die dafür sorgen, dass in der Zeit weniger eingekauft wird, dass die Innenstadt zum Teil gemieden wird. Das wird uns immer wieder berichtet. Der allgegenwärtige Onlinehandel sorgt für Umsatzrückgänge und ich glaube, es lohnt sich schon an dieser Stelle, das Thema erneut zu beraten und hier ein Zeichen zu setzen, auch gegenüber dem Handel. Und dass dieses Zeichen gewünscht wird, das sieht man daran, dass Sie alle in den letzten Wochen ausreichend Post bekommen haben von Händlern, die uns herzlich bitten, erneut das Thema miteinander zu diskutieren. Und wir glauben, dass der Striezelmarkt ein guter Anlass ist. Er bietet, denke ich, ausreichend Anlass, nach Dresden zu kommen und an diesen Tagen auch Dresden als Einkaufsstadt zu erleben, so wie wir Dresden auch über die Dresden Marketing GmbH positionieren. Und deshalb schlagen wir Ihnen heute vor, dass wir zwei stadtweite verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr noch haben sollen, und zwar am 6. Dezember und am 20. Dezember in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Und meine Damen und Herren, das, was wir Ihnen vorschlagen, das entspricht der üblichen sächsischen Praxis. Das entspricht der Praxis in Leipzig, in Chemnitz, in vielen, vielen Städten und Gemeinden. Nur in Dresden soll es eine Ausnahme geben. Und wir sehen überhaupt gar keinen Grund, warum wir die Freiheit, die uns das sächsische Ladenöffnungsgesetz gibt, hier an dieser Stelle nicht nutzen sollten, sondern dass wir, ausgerechnet wir hier in Dresden, hergehen sollten und sagen, das sächsische Ladenöffnungsgesetz nutzen wir nicht, sondern wir regulieren zusätzlich das, was möglich ist. Das leuchtet uns nicht ein und deshalb schlagen wir Ihnen diese beiden Sonntage vor. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung ist unserem Antrag gefolgt. Das können Sie ja dann gerne noch mal erklären. Meine Interpretation ist, dass dort kluge Köpfe sitzen, die gesagt haben, ja, das Anliegen des Antragstellers ist es wert,
es so zu beschließen. Der Ausschuss für allgemeine Verwaltung hat gerade andersrum entschieden, hat dem Antrag nicht stattgegeben, und deshalb möchten wir ihn heute empfehlen und Sie auch bitten, den Antrag der allgemeinen Verwaltung zunächst abzulehnen. Wenn wir zu diesem Votum kommen, dann können wir über die Ursprungsvorlage entsprechend abstimmen und dafür sorgen, dass aus diesen Gründen, die ich gerade beschrieben habe, wir in diesem Jahr noch 2 verkaufsoffene stadtweite Sonntage bekommen, und zwar am 6. Dezember und am 20. Dezember aus Anlass des Dresdner Striezelmarktes. Vielen Dank. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt diesmal die FDP-Fraktion. Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Steffen Karten hat es schon gesagt, das Thema ist in Dresden eigenartigerweise, woran auch immer das liegen mag, ein sehr emotionales. In anderen, auch durchaus linksregierten Städten, ist das ganz, ganz anders. Ich habe mir spaßeshalber auch mal die Debatten in Chemnitz und in Leipzig dazu direkt angehört. Ganz ruhig, ganz selbstverständlich entscheidet man dort im Interesse der Stadt. Und im Übrigen auch mutmaßlich, so wie es eine Mehrheit der Bürger gerade hier in Ostdeutschland gerne hätten. Es ist nun mal hier anders, wir wissen das. Wir haben letztes Jahr eine Entscheidung getroffen. Wir hatten im Frühjahr als Stadtrat auch die Chance, trotz der wenigen fehlenden Stimmen bei dem Bürgerentscheid, immerhin haben am Ende über 27.000 Dresdnerinnen und Dresdner einer historisch kurzen Sammelzeit gezeigt, dass sie gerne darüber in einem Bürgerentscheid entscheiden würden. Ich glaube, wir hätten uns überhaupt nichts abgebrochen. Ich verstehe es auch bis heute noch nicht, wieso wir nicht die Chance genutzt haben, parallel mit der Oberbürgermeisterwahl auch den Weg dazu frei zu machen. Das wäre aus meiner Sicht ein Stück mehr Bürgerbeteiligung gewesen. Nicht bloß reden, nicht bloß Blabla, sondern ganz konkret. Wir hätten das damals im Stadtrat über 2 Wege auch trotzdem entscheiden können. Das haben Sie nie gewollt. Ist, wie es ist. Mit ein bisschen längerer Zeit, mit der gleichen Kraft, und das kriegen wir hin, schafft man auch bestimmt nochmal die Unterschriften, ganz sicher sogar. Und wenn wir dann von der Verwaltung auch die richtige Aussage dazu bekommen, ob eine Fragestellung kassatorisch ist oder nicht, da hat sich ja die Einschätzung des einen oder anderen in der Verwaltung dann plötzlich geändert gehabt, dann geht das auch nicht schief. Jetzt ist es aber so, wie es ist. Wir sind weiter. Wir haben im Frühjahr diese Entscheidung getroffen und sind jetzt ein ganzes Stück weiter und reden über das, was uns zu Weihnachten bevorsteht. Und da kann man ja mal die Frage stellen, weil Sie auch immer sagen, ja, Sie wollen warten, Sie wollen sich das anschauen, wohin sich das entwickelt, ob das Einschnitte für unseren Einzelhandel, für die Tourismuswirtschaft hat. Ich frage Sie wirklich bei allem gesunden Menschenverstand, worauf wollen Sie eigentlich noch warten? Wenn es eine Veränderung zu der Situation im Frühjahr gibt, ist das, was jetzt schwarz auf weiß schon wissen, dass unsere Tourismuswirtschaft riesige Probleme bekommen hat, und dass auch unser Einzelhandel riesige Probleme bekommen hat. Wir haben die Zahlen alle im Sommer bekommen. Wir leiden aus ganz verschiedenen Gründen. Ob das Pegida ist, ob das die Russland-Krise ist, ob das ganz andere Dinge sind. Wir leiden unter ganz, ganz vielen Gründen hier in Dresden darunter, dass immer weniger Gäste kommen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dann wenigstens das zu tun, was wir selber tun können. Nämlich Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die, die das gerade ausbaden müssen, und das sind mit unsere wichtigsten Steuerzahler, Arbeitgeber und auch diejenigen, die Ausbildungsplätze in dieser Stadt schaffen, dass sie die Möglichkeit haben, mit den Verlusten überhaupt klarzukommen und nicht einfach hinzugucken und zu warten, dass es noch weiter runtergeht. Es wird noch weiter runtergehen, wir wissen das schon, da brauche ich überhaupt keine Studie mehr, sondern das haben wir alles schon gehört. Sie haben jetzt nochmal diesen eindringlichen Appell bekommen, sowohl vom Handelsverband als auch von der IHK, als auch vom Tourismusverband und vom City-Management. Und Sie haben vielleicht auch die ganzen kleinen Händler gesehen, die hier hinten mit dabei sind, ob das jetzt Kreatix ist, Holzkunst oder ob das der Blumenladen ist. All diejenigen in der Innenstadt haben darum gebeten, kleine Einzelhändler, nicht nur die großen, dass Sie bitte den Weg freimachen und wenigstens diese 2 zulassen. Und ich bitte Sie heute, über Ihren Schatten zu springen. Und ich möchte Ihnen eins sagen, Sturheit ist gerade für eine Mehrheit, die regiert, und die erfolgreich regieren will, mit Sicherheit der falsche Ratgeber. Man muss auch mal sagen, okay, die Situation ist, wie sie ist. Es gab in diesem Jahr ein klares Votum von der Bevölkerung.
schon ganz ordentlich gewesen. Und es gibt auch eine Veränderung bei uns im Handel und im Tourismuswirtschaft. Und dafür tun wir das, was wir selber beitragen können. Ich meine, eine Bettensteuer haben wir ja auch eingeführt in dieser Stadt, was ja auch nie unbedingt jedem so ganz, ganz recht gewesen ist und bestimmt auch nie gut getan hat. Muss ich ehrlich sagen, ich wäre auch bereit, über weniger zu diskutieren mit Ihnen, wenn Sie bereit wären zu diskutieren. Von mir aus machen wir wenigstens einen. Von mir aus, ganz im Ernst, haben wir noch gar nicht abgestimmt. Aber was soll dieser eine Stadtteil offene Sonntag rund um den Striezelmarkt? Da wird gesagt, ja, wir öffnen in der Innenstadt. Ist die Neustadt keine Innenstadt? Warum wird an der Augustusbrücke Schluss gemacht? Warum darf nicht wenigstens die Neustadt an die Hauptstraße und die Königstraße die Neustadt nicht mit öffnen? Warum das? Erweitern Sie wenigstens diesen Kreis aus meiner Sicht an diesem einen Tag, den Sie sowieso schon nur um den Striezelmarkt herum genehmigen. Erweitern Sie diesen Kreis doch wenigstens da für die ganze Stadt oder wenigstens für Altstadt und Neustadt. Lassen Sie uns über irgendwas mal reden. Aber einfach nur auf stur zu schalten und zu sagen, ja, vielleicht im nächsten Jahr, das ist, glaube ich, das falsche Signal auch für einen Neuanfang, den wir in dieser Stadt eigentlich gemeinsam mit dem neuen Oberbürgermeister und der neuen Bürgermeisterriege schaffen wollen. Wir sind kompromissbereit, wir können sofort eine Auszeit nehmen und auch noch mal reden. Geben Sie sich einen Ruck für diese Stadt und auch für die Wirtschaft in unserer Stadt. Ich glaube, sie hätte es verdient. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Schäuber. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, der Stadtrat hat im vergangenen Jahr nach langer und intensiver Diskussion die Entscheidung getroffen, der weitgehenden Kommerzialisierung unserer Gesellschaft eine Grenze zu setzen und der ständigen Aushöhlung der Sonntagsruhe entgegenzuwirken. Und daraufhin wurde von CDU, FDP und einigen Handelskonzernen ein Bürgerbegehren veranstaltet, mit teuren Zeitungsanzeigen, aufwendigen Plakatkampagnen und bezahlten Unterschriftensammlern. Ein Riesenaufwand ist da veranstaltet worden. Und dennoch sind sie gescheitert. Und nun kommen CDU und FDP wieder an und fordern, das Fass noch mal neu aufzumachen. Und dazu kann ich Ihnen nur gleich sagen, der Deckel bleibt drauf. Denn das, was wir hier von Argumenten vorgetragen wurde, überzeugt einfach nicht. Da wird etwa geltend gemacht, die Tourismuswirtschaft leide unter zurückgehenden Gästezahlen. Nun mag das so sein, aber ich stelle die Frage, ob diese Entwicklung nicht weniger der Reduzierung von Shopping-Sonntagen, sondern vielmehr dem Umstand geschuldet ist, dass Montag für Montag tausende Pegidisten mit ihren Aufmärschen die Botschaft in die Welt senden, dass Fremde in Dresden nicht willkommen seien. Und ich stelle die Frage, ob wir uns nicht eher darüber Gedanken machen sollten, was es bedeutet, dass die Teilnehmer des Pegida-Aufmarsches ein Schultheaterfestival beschimpfen und bedrohen? Und was werden, meine Damen und Herren, diese Kinder und Jugendlichen wohl zu Hause über ihre Erlebnisse in Dresden berichten? Und wie wahrscheinlich ist es, dass sie und ihre Familien unsere Stadt erneut besuchen werden? Und ich stelle die Frage, Herr Böhmekorn von der CDU, ob es nicht potenzielle Touristinnen und Touristen mit der Angst zu tun bekommen, wenn sie immer wieder in den Nachrichten erfahren, dass in und um Dresden Flüchtlinge angegriffen und deren Unterkünfte angezündet oder demoliert werden. Meine Damen und Herren, nach einer aktuellen Untersuchung sind inzwischen über 70% der Deutschen der Auffassung, dass die anhaltenden fremdenfeindlichen Aufmärsche und Krawalle dem Ansehen Sachsens massiv Schaden zufügen. Nicht wenige Menschen werden abgeschreckt und entscheiden sich gegen einen Besuch in Dresden. Kleingeistigkeit, Egoismus und mangelnde Mitmenschlichkeit einiger weniger haben einen gewaltigen Schaden für den Ruf der gesamten Stadt verursacht. Den zu reparieren, wird Jahre dauern.
Und nun kommen CDU und FDP. Und ihre Antwort, meine Damen und Herren, auf diese Situation ist Sonntagsshopping. In der Tat, sie stellen die großen Fragen unserer Zeit. Ungehemmtes Einkaufen am Sonntag. Das ist es also, was in diesen Tagen das Denken der besten konservativ-liberalen Köpfe in Dresden beherrscht. Ein Weltbild angesiedelt im Mikrokosmos zwischen Frauenkirche, Eierschecke und Sonntagsshopping. Wissen Sie, meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit historischer Veränderungen. Doch was geschieht, wenn es nach FDP und CDU in Dresden geht? Der Mantel der Geschichte verfängt sich in der Ladentür. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Pilosiene. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an einen Punkt gleich noch mal einhaken, den Herr Schollbach erwähnt hat. Und da war ich jetzt schon gerade ein bisschen schockiert, dass Sie da so gelacht haben. Während dass wir beim Thema Sonntagsöffnungen ganz offenkundig unterschiedliche Positionen haben, hat sich ja in mehreren Diskussionen und mehreren Abstimmungen ergeben. Aber wenn Sie die Tatsache, dass tatsächlich Schüler bei diesem Schülerfestival, wie es ja die Kultusministerin geschrieben hat, angegriffen, beleidigt und bedroht wurden, das ist das Zitat, und Sie lachen da, dann ist es das Erste, wo ich mich wundern kann. Und das Zweite, ich war gestern Abend bei dem Empfang, den die Stadt Dresden für die Lehrerinnen und Lehrer und die Organisatoren dieses Schultheaterfestivals gemacht hat. Und da haben wir mehrere Lehrerinnen und Lehrer und die Intendantin des Theaters Junge Generation gesagt, dass mehrere Kinder wirklich schwer traumatisiert seien seit diesem Montag. Wenn Sie da einfach lachen und sagen, das ist nicht so, dann muss ich sagen, dann reden Sie mal mit den Leuten. Und diesen Image-Schaden, da bin ich wirklich bei Herrn Schollbach, den kriegen wir wirklich nicht. Und wenn wir das ganze Jahr sonntags aufmachen, kriegen wir diesen Image-Schaden nicht los. So, und jetzt bin ich... Und jetzt bin ich beim eigentlichen Punkt. Herr Zastrow, ja, ich diskutiere gerne mit Ihnen. Ich nehme aber nicht jetzt die Auszeit, sondern ich nehme auch meine eigenen Beschlüsse ernst und wir als Grüne Fraktion nehmen die ernst. Wir haben nach langen Diskussionen, wie Sie wissen, beschlossen, dass wir dieses Jahr eben nur diesen einen Tag rund um den, also in der Altstadt als Anlass zum Striezelmarkt öffnen. Wir haben das so beschlossen und wir haben als Grüne auch immer gesagt, wir gucken jetzt mal, was die Auswertung ergibt. Und das müssen wir jetzt einfach uns anschauen. Ich sage deswegen auch gleich an dieser Stelle, das gilt natürlich für die neue Vorlage der Verwaltung fürs nächste Jahr auch. Auch da bin ich wirklich ja bereit, drüber nachzudenken. Und die 27.000 Unterschriften, die nehmen wir durchaus ernst. Aber ich möchte jetzt mal wissen, ob es wirklich diese riesigen Umsatzeinbrüche gibt, von denen Sie uns immer erzählen. Und Sie wissen ganz genau, wie ich das auch im Handel es sehr unterschiedliche Meinungen zu den Sonntagsöffnungen gibt. Sehr unterschiedlich. Ich muss das jetzt hier nicht alles wieder sagen. Ich sage nur, und deswegen, es nervt mich auch, wenn immer wieder dieselben Argumente ausgetauscht werden müssen, ohne dass wir jetzt mal diese Bilanz ziehen können. Und diese ziehen wir, wenn der Dezember rum ist. Und dann können Sie mich beim Wort nehmen. Und dann reden wir im nächsten Jahr, wenn wir dann die Vorlage, die eben also so lange auch vertagt werden sollte für 2016, dann werten wir das aus und dann reden wir darüber. Und dann entscheiden wir nach bestem Wissen und Gewissen und nach den Ergebnissen, die wir dann nach dem Dezember haben. Vielen Dank. Für die SPD, Herr Abenaujus. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, zuerst möchte ich mich mal
bedanken bei Steffen Kaden und Holger Zastrow für ihre sachlichen Beiträge. Ich hätte mir gewünscht, Sie hätten auf diesem Niveau vorher diskutiert. Dann wäre noch nicht mal unbedingt vom Ergebnis vielleicht was anderes rausgekommen, aber dann wäre auch ein Beitrag von Ihrer Seite dazu geleistet worden, dass das Thema nicht überemotional betrachtet wird. Wir haben in einem sehr schwierigen Entscheidungsprozess untereinander und in der Diskussion mit Ihnen und in der Diskussion mit dem Handel eine Lösung gefunden, von der wir heute nicht wissen, ob sie sich bewähren wird. Aber wir haben sie durchdacht und haben gesagt, so wollen wir es gestalten. Bei dieser Lösung sind wir geblieben, nachdem Sie Ihre Initiative im Frühjahr gestartet hatten. Auch da haben wir untereinander diskutiert, haben mit Ihnen diskutiert, haben mit dem Handel diskutiert. Sie können wirklich nicht ernsthaft erwarten, dass wir jetzt kurz vor der Adventszeit sagen, war alles nur Spaß. Wir haben es so entschieden und wir werden es jetzt so machen und wir werden dafür gerade stehen. Was Sie von uns erwarten können, ist, dass wir, so wie es die Frau Filosiene eben gesagt hat, dass wir alles einer schonungslosen Überprüfung unterziehen werden. Und wenn sich herausstellt, dass unser Modell nicht praxistauglich ist, was wir jetzt bezweifeln, aber man soll sich ja keine Scheuklappen anlegen, dann werden wir es ändern. Aber Sie können von uns jetzt, kurz vor Torschluss, keinen Kurswechsel erwarten. Der Handel kann von uns für die kommende Zeit genau die Klarheit erwarten, die wir ihm auf ausdrückliche Forderung auch letztes Jahr schon gegeben hatten. Da wurde immer gesagt, wir wollen jetzt von euch wissen, woran wir sind. Der Handel weiß das, Sie wissen es auch. Und Sie haben es auch, bevor Sie den Antrag formuliert haben, gewusst. Und Sie haben auch gewusst, wie diese Abstimmung ausgehen wird. Sie können nicht von uns erwarten, dass man während der Reise die Pferde wechselt. Einen Satz von Ihnen habe ich mir aufgeschrieben. Sturheit ist ein schlechter Ratgeber. Da haben Sie absolut recht. Sturheit war nie unser Ratgeber und wird es auch nie sein. Und das werden Sie im kommenden Jahr erleben. Vielen Dank. AfD-Fraktion wird das Wort gewünscht. Bitte schön. Der Chef hat den ersten Zugriff. Sehr geehrte Damen und Herren und sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es geht doch darum, dass wir Vernunft walten lassen sollten, das zum einen. Und Wirtschaft lebt nicht von Gucken leben oder auch von Beobachten oder Ausprobieren, sondern von Fakten. Und Fakt ist, dass eine Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Städten wie Dresden auch von offenen Verkaufsmöglichkeiten lebt zum einen. Und Fakt ist doch auch, dass wir gerade in der Zeit einer partiellen Haushaltssperre doch auf alle Möglichkeiten von Einnahmen und Steuergenerierung doch letztendlich auch angewiesen sind. Das ist doch einmal der Fall. Und dann vielleicht auch nochmal an die Freunde und Freundinnen des gesunden Menschenverstandes. Lassen Sie doch bitte die Dresdner selbst entscheiden, ob sie arbeiten gehen wollen, ob sie einkaufen gehen wollen, und bevormunden Sie doch die Bevölkerung nicht. Das will die Bevölkerung nicht. Lassen Sie doch endlich mal Dresdens Bevölkerung in Ruhe und maßregeln Sie niemanden. Dankeschön. So wird weiterhin das Wort gewünscht. Herr Klein.
Also ich mache das gleich von der Seite her. Die Frau Filius-Jähne hat gefragt, warum denn dieses Lachen kam. Vielleicht liegt es daran, dass Sie noch nicht über die neuesten Informationen verfügen. Es gibt nämlich mittlerweile ein Video darüber, wie es wirklich gewesen ist. Diese Kindergruppe hat am Rand gestanden, ist aufgeputscht worden von irgendeinem Einpeitscher, wie es Herr Schollbach ist, und hat die haben angefangen, dort die Leute zu beschimpfen und die haben dann zurückgerufen. Das gibt es mittlerweile als Video, liebe Frau Filius-Jähne. Und was wir von Ihren Einschätzungen zu halten haben, haben wir heute wieder in der Zeitung gelesen. Am 9. November 2009 haben Sie sofort gewusst, die Schmierereien in der Synagoge, das waren die Neofaschisten, dann war es ein Algerier und Kaleb, das war ein Mord irgendwelcher Rechten. Alles genau, Frau Filius-Jähne, stecken Sie es weg. Deswegen wurde gelacht, weil Sie vielleicht das Video noch nicht kennen. So, weitere Wortmeldungen habe ich nicht gesehen, außer das Schlusswort des Einreichers, Herr Zastrow. Ich hätte ja wissen müssen, was man alles so in eine Debatte zur Sonntagsöffnung reinpacken kann. Das ist, ich weiß nicht, ob das der Debatte angemessen ist, ganz im Ernst. Ich sehe, Herr Schollbach, ich glaube Ihnen, dass er sich scharren mit den Füßen. Der 11.11. ist nicht mehr so weit. Die Faschingssaison kommt, dann können Sie ja losrennen. Aber bleiben Sie einfach mal beim Thema. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, Herr Avenarius, ich meine, Sie haben, merken das mit Sicherheit selbst, aber der wird seine ideologischen Pantoffeln nie ausziehen können. Das wird er nicht machen können. Und wenn wir über die Emotionalisierung, wenn wir über die Emotionalisierung, lieber Herr Fraktionsvorsitzender, Kollege, hier sprechen, das ist schon ein starkes Ding gewesen. Nicht für mich, aber für viele, die hier was mit Kirche zu tun haben. Als der Kollege Schollbach hier mit der Bibel stand und ich glaube, ihn das C oder sowas im Namen wegnehmen wollte. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie die Debatte so losging. Herr Schollbach, die Faschingssaison kommt bald, seien Sie bis dahin mal still. Sie haben ein Talent als Büttenredner, das habe ich heute wieder gemerkt und ich freue mich drauf, aber nicht jetzt. Wir sind noch, gerade ist noch Sommer, ich fühle mich noch wie im Sommer. Die Pferde, Herr Avenarius, während einer Reise zu wechseln, ist absolut sinnvoll, das wissen Sie. Wenn Sie das nicht machen, ist das Pferd irgendwann tot. Das ist Ihr Pferd. Sie haben eine lange Reise vor sich und Sie reiten dieses Pferd schon richtig lange. Und Sie sehen das auch bei vergangenen Wahlen und sowas, wie erfolgreich Sie damit sind. Deswegen würde ich Ihnen dringend empfehlen, warten Sie ruhig ab, das wird schon wieder, keine Angst. Na, ich erhebe ja nicht den Anspruch, Volkspartei zu sein, liebe Kollegen von den Sozialdemokraten, aber ich sage es trotzdem mal, die Zeiten im Vergleich zum Frühjahr, und das ist einfach der Realismus, um den ich bitte, haben sich geändert, das wissen Sie alle, weil wir in dieser Stadt andere Herausforderungen, zu lösen haben. Übrigens, wir uns auch keinen Pfennig, keinen Cent Mindereinnahmen für die Stadtkasse, die ja auch kommen, leisten können. Das will ich noch klar sagen. Wir brauchen das inzwischen alles ganz dringend. Das war damals bei der Debatte im Frühjahr noch anders. Aber die Situation hat sich verändert. Bloß weil Sie irgendwann im letzten Jahr mal was beschlossen haben. Sie wissen ganz genau, liebe Frau Filius-Jähne, wie oft wir schon korrigieren mussten. Und gerade jetzt müssen wir wegen anderen Umständen ganz, ganz viel permanent korrigieren. Und da fragen Sie sich auch manchmal, was haben wir da eigentlich beschlossen? Sie wissen, dass wir manchmal auch in der Politik getriebenen sind. Und das ist eine Situation, wo ich Sie nur dazu einladen kann, auch an dieser Stelle einmal zu regieren und nicht stur nur zu warten, was da jetzt irgendwo passiert. Wenn die Branche, die Betroffenen, vor allem auch die kleinen Einzelhändler in der Innenstadt, gerade eben noch mal sagen, wir erwarten, dass es schlechter wird, dann ist das für mich ein Signal, und da kann ich vorher reagieren. Ich muss nicht warten, bis das Kind da reinfällt, um es dann mühsam wieder rauszuholen. Vielleicht haben wir bei dem einen oder anderen auch gar nicht mehr die Chance, es dann noch rauszuholen. Und das lassen Sie jetzt zu, das verstehe ich nicht. Ich würde schon empfehlen, jetzt zu reagieren. Sie sagen immer, Sie wollen sich das angucken, aber ich kenne Ihren Maßstab nicht, Frau Filius-Jähne. Lieber Herr Avenarius, ich kenne Ihren Maßstab nicht. Welche Zahl überzeugt Sie denn davon, nächstes Jahr aufzumachen? Sie haben uns zu Ihrem Modell nie gesagt, was
was die Größe ist, das Kriterium ist, an welcher Stelle Sie neu nachdenken. Das sagen Sie uns dann hinterher, ob es das vielleicht gewesen ist. Ich weiß nicht, auf was ich mich einlasse, deswegen machen wir immer wieder Druck, weil Sie uns überhaupt nie gesagt haben, das muss das und das passieren, damit das ist. Sie sagen irgendwas. Es ist auch schwer messbar, das wissen Sie selbst. Es gibt viele Umstände, die dazu kommen. Deswegen möchte ich Sie dringend bitten, nehmen Sie eine Auszeit, beraten Sie nochmal, das ist heute eine gute Chance. Denn was ich wirklich nicht verstehe, das können Sie keinem erklären, wieso nur um den Striezelmarkt und auf der anderen Seite, die sich sowieso abgehängt vorkommt, wo demnächst noch die Augustusbrücke komplett gesperrt ist. Warum die nicht? Warum dürfen die nicht? Dort, wo noch dazu die Kleinen sind, die alle hier unterschrieben haben. Warum nicht? Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Das passt auch nicht zusammen. Weil dann wird nur der große Einzelhandel in der Innenstadt, den privilegieren Sie. Aber den kleinen Einzelhandel auf der Neustädter Elbseite, die es genauso nötig haben und die es wollen, die nicht. Das verstehe ich nicht. Wenigstens das müssen Sie korrigieren. Und lassen Sie mich eins ganz zum Schluss sagen. Wir werden, das ist eine Prophezeiung, wir werden in wenigen Jahren, es wird gar nicht mehr lange dauern, nicht mehr über Sonntagsöffnungszeiten in diesem Stadtrat sprechen. Wenn wir dann noch uns den Luxus leisten können, darüber hier zu sprechen, dann machen wir richtig was falsch. Wenn wir sehen, wie rasant der Onlinehandel, der keine Ladenöffnungszeiten kennt, wächst und wie problematisch überall, gerade in Städten, der Einzelhandel darunter leidet, wenn wir nicht uns was einfallen lassen, wie wir Urbanität stärken können. Und das hat was auch mit Liberalisierung von Ladenöffnungszeiten zu tun, wie es rings um uns in Polen, in Tschechien, überall passiert. Dann brauchen wir über den Einzelhandel in der Stadt überhaupt nicht mehr sprechen, meine Damen und Herren. Deswegen, da werden wir überholt von den normalen Entwicklungen. Es wird wahrscheinlich leider so sein. Geben Sie sich einen Ruck. Wir sind fast durch. Ich werde jetzt noch mal ein schönes Signal zum Abschluss dieser Woche. Auf geht's. Danke. So, meine Damen und Herren, das war das Schlusswort. Damit kommen wir zur Abstimmung. Ich weise darauf hin, der federführende Ausschussbericht ist ein negativer. Er wird dem negativen Ausschussbericht seine Zustimmung geben, möchte den bitte zum Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung. Dann hat der federführende Ausschussbericht mit 36 Ja-Stimmen bei 27 Nein-Stimmen eine Mehrheit bekommen und damit wird der Antrag abgelehnt.